Eine wunderschöne gute Abend, mein lieber Affe. Kannst du mal sieht ja von mir zum vierten Video. Und ja, Rostock hat eben gerade gepostet, also nicht das Thema GTA 6, auch nicht das Thema GTA Online. Es kommt erst am Donnerstag. Morgen kommt schon das Red Dead Online Update. Und normalerweise scheint immer Newsfire immer manchmal an einem Dienstag, Donnerstag und Freitag, manchmal auch an einem Mittwoch oder am Montag. Und ja, was Rostock geschrieben, das neue Chicrico Gloco Records, ein neues Plattenlabel in Zusammenarbeit mit Chicrico Gloco. Die erste EP erscheint am 4. Juni. 4. Juni. Musik war schon immer eine fundamentale Säule von Rostock Games angefangen, beide der Stütze von Underground, Kunstler und Szene. In viele unserer Titel über die sorgfältig kuratierte Radiosender der GTA-Reihe bis hin zur Einfuhr von komplett digital umgesetzte Clubs in GTA Online mit dem After-Hours-Update aus dem Jahr 2018, sowie durch die Veröffentlichung von der Calle Rico Heist, also damals von letztem Dezember, und der damit verbundenen Möglichkeit im Spiel neue Social Space und neue Musik zu entdecken. Das verschmilzt wie die publische und digitale Welten der Unterhaltung durch eine Partnerschaft mit Chico Loco noch weiter. Chico Loco hat eigene der weltweit größten und einflussreichsten Partys veranstaltet, als jetzt wie Corona. Kann man leider nicht machen, weil wie so viele Menschen oder es gibt ein paar wie Corona jetzt, weil es gibt auch nur Leute, die mit Coronavirus getestet sind, also negativ oder positiv sind, also hoffentlich, wenn Corona-Test auch negativ ist. Und ist eine der bekanntesten Marken im Bereich moderner Dance-Musik. Zusammen haben wir ein brandneues Plattenlabel namens Rico-Core Records gegründet. Ach so, das ist damals dann auf der Rostock News, du Rostock damals doch, von letztes Jahr damals doch, da haben sie, was ist das denn als Musikprojekt? Wahrscheinlich GTA 6? Nein. Und was hier noch? Wir feiern unser Debüt mit einer Reihe von EPs mit Tracks aus der bevorstehende erste Komplizierung Monday Dreamin. Auf diesem Album präsentiert Chico Loco Records Beiträge eine Visionär. Ikonische Künstler aus den verschiedenen Äras, der beste Chicocolos-Partys. Unter anderem gibt es eine Musik von Moody Man, dem Residentische des Musiklockers, After Hours Residentische Disco, Kalk, Ucarino, Setoskla und Rampa, sowie auf aufsterbende Künstler, die zukunftsweise für Dance-Musik sind. Wie Samba, Abdul Hadi, Los Cools of Saturn und Kotoki Monster, Fat Ares und viele weitere. Den Auftrag macht am 4. Juni, also am Freitag, die erste EP Monday Dreamer Blue EP mit neuen Tracks von Summer, Abdul Hadi, schon wieder Kerry Cutler, Rampas, Setoskla, mein Gott, das ist wieder, sowie eine neue Discord-Remix von Dishkiss, endlich autonom der Track. Nur Mates von Stan Stockler ist jetzt schon verfügbar. Weitere EPs werden öffentlich von Formfeld des Release der vollständig Kapitulation am 9. Juli veröffentlicht. Am 9. Juli, das ist ja schon an einem Freitag. So. Seit über 20 Jahren präsentiert Chicocolos House of Techno durch seine Partys im DC-Szene auf Ibiza in Spanien und überall auf der Welt. Sein Dancefloor ist mittlerweile zu einer bedeutenden Schnittstelle von Underground Dance Musik und Limited aus Mode, Kunst und verwandte Kultur geworden. Von Beginn an verzichtet der Club auf jegliche Schicksal und konfiszierte sich mit einer Clubnächte nur auf die Musik mit gemischten Lyrics und einen Blick in die Richtung Zukunft. Diese Bekenntnis befeuerte die Karriere vieler DJs wie Tanja Vulcano,
Ricardo, Villalobos, Jamie, Jones und viele weitere. Auch viele den Costa Ausgitter oder After Hours und der Calibrico heißt wieder Balles, Madonna, Discon, Salaman, keine Musik, Tal of Us und Multiman-Teste bereits dort auf. Und natürlich doch ja, Palmzwecks. Langfristige, blumige und ökologische Nachhaltigkeit sind ein weiterer Markenzeichen von Chirokolokos. Bestrebungen bei der Entwicklung des Markenansatzes, die Entgründung von Ricoloco Records bekräftigt, Ricoloco ein genannter Alternative, das muss die Künstler auch über die Clubs hinaus fordern. Ricoloco Records für neue Wege beschreiten, um die Dance-Musikkultur in dieser für Clubs noch nie so angespannte Situation zu unterstützen und weiter zu entwickeln. Und bietet eine Möglichkeit, die Szene durch die gebürtige Kraft zwei Entertainment-Markets weiter voranzubringen. Weitere Informationen findet ihr unter recordatorrecords.com oder .de. Und ja, es gibt ja da einen Trailer dazu. Also, da drauf habe ich es eben gerade auf Instagram gepostet. Und wenn man das sieht, da sieht man schon wieder diese Musik wieder, wo ich schon auf der letzten Video gemacht habe. Das kann sein, als rausgeht Wahrscheinlichkeit eben gerade GTA 6 schon vorbereitet. Aber wir wissen nicht, wann GTA 6 angekündigt wird. Wir werden dann hoffentlich erst im Herbst. Wahrscheinlich erst Oktober der erste Webber erwartet. Wahrscheinlich der November soll er Mitte November soll GTA 5 nochmals auf die PlayStation 5 und Xbox Series X und S erscheinen. Und hoffentlich, dass wir bald auf die E3 2021 oder bald Summer Games Spiele oder Events neue Trailer erwartet. Das war es natürlich auch bei GTA Lukas. Hat es Video gefallen? Gibt es halt Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach unten. Abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos. Sonst verpasst du kein zukünftiges Video von mir um das Thema GTA 6 News, GTA Online zu neuen DLCs, Vlogs und vieles mehr. Und ich wünsche euch doch einen schönen Abend und einen schönen guten Nacht und tags, mittags, wie auch immer, bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss, ihr Lieben.